Leute, im heutigen Video habe ich mir einfach mal einen StumbleGuys-Account aus dem Dark Web gekauft. Und was darauf zu finden war, werdet ihr mir nicht glauben, Leute. Deshalb schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Schaffen wir auf dieses geisteskranke Video 5000 Likes. Wenn ja, lasst jetzt ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr solche Account-Videos habt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Video, Leute. Let's go! So, Leute, und damit willkommen zum neuen Video. Ich weiß nicht, wie es starten soll, weil es ist für mich gerade auch extrem ungewohnt, weil es irgendwie jetzt, ich glaube, mittlerweile schon fast 8 oder 9 Monate her ist, dass ich so ein Video gemacht habe. Ihr seht jetzt auch hier ganz kurz mal das Video eingeblendet. Also ihr seht, das ist, ich glaube, 9 Monate alt oder so. Und ihr seht, da habe ich mir ja das allererste Mal ein StumbleGuys Hacker-Account gekauft. Und ich kann euch sagen, Leute, die Investition ist es auf jeden Fall bis heute noch wert, weil ich nutze den Account heute noch und der ist einfach unnormal geil. Und genau aus diesem Grund bin ich oben einmal auf diese wunderschöne Suchleiste und habe Folgendes eingegeben. StumbleGuys. Dann habe ich meinen rechten Zeigefinger genommen und habe einmal auf die Bestätigungstaste gedrückt. Bam. Und dann kam Folgendes. Also ich meine nicht diesen Rucksack und ich meine auch nicht diesen Tottenaufkleber. What the... Hä? Wer kauft ein StumbleGuys Tottenaufkleber? Denn ihr seht, Leute, darunter gibt es einmal eine Anzeige und die nennt sich folgendermaßen. StumbleGuys in Klammern Dark Web Account / Limited Offer. Hört sich auf den ersten Moment auf jeden Fall schon mal ziemlich vielversprechend an. Besonders wenn man den Preis sieht, denn der liegt bei schlappen 483 Euro. Also an der Stelle schon mal, falls ich das kaufen sollte, bitte drückt mir die Daumen, dass ich nicht gescampt werde, weil sonst bin ich gleich um 500 Euro ärmer und da habe ich nicht so Lust drauf. Jedenfalls bin ich einmal auf diese Anzeige gegangen. Und zwar seht ihr diese Vorschau-Anzeige da. Was ist das für ein Skin als allererstes? Also, das soll ja anscheinend ein Dark Web-Account sein. Also ein Account aus dem Dark Web, Leute. Jedenfalls fällt mir auch als allererstes auf, der Name wurde zensiert und die Stumble-Tokens und Champs wurden ebenfalls zensiert. Und halt der fette Skin in der Mitte. Der ist, by the way, auch nicht in-game. Das sollte man, denke ich, erkennen, dass das irgendein Hacker-Skin oder sonst was ist. Also, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das legit ist. Es gibt auch noch 2 weitere Bilder, wenn wir einmal unten schauen. Ich würde sagen, Leute, wir klicken jetzt einfach mal aufs nächste Bild. Und wenn wir hier drauf drücken, wird uns Folgendes angezeigt. Es ist zwar wieder verpixelt, aber ich glaube, wer ein gutes Auge hat, erkennt, dass das einfach SpongeBob ist. Frag mich nicht, warum ein SpongeBob auf diesem Account ist. Es sind auch, by the way, noch 2 andere Skins, die hier zensiert wurden. Ich vermute mal, das hier ist der SpongeBob-Skin und das hier oben ist irgendein anderer Skin. Aber Leute, stellt euch vor, das ist legit und wir kaufen uns diesen Account, dann hätten wir einfach einen SpongeBob-Skin zum Beispiel. Bruder, wie geil wäre das einfach, Leute? Aber ich würde sagen, wir gucken mal aufs dritte Bild, dann gibt es nämlich auch noch eins. Und da sehen wir, glaube ich, die Hot Wheels Hustle-Karte mit so einem komplett neuen Auto. Das ist irgendwie so ein unreleased Hacker-Auto auch schon wieder. Also, ihr seht, dieses Auto, was ich hier angezeigt bekomme, das gibt's so auf jeden Fall nicht. Bedeutet, dass wir anscheinend auch sogenannte Hacker-Autos auf diesem Account haben. Also, ich sag euch ehrlich, bisher ist der Account auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Wenn das wirklich alles drauf ist, wäre das halt unnormal krank. Was mir halt ein bisschen zu denken gibt, ist, dass der Verkäufer halt anonym ist. Ihr seht's am Namen einmal anonym. By the way, in der Beschreibung gibt's auch noch was. Und zwar steht da einmal a fresh Dark Web Account. Ansonsten steht hier noch include. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie beinhaltet. Und da haben wir einmal die Stichpunkte Hacker-Unreleased Skins, einmal Hacker-Cars, also Hacker-Autos und vieles mehr. Ja, das war's mit der Beschreibung. Und ich glaube, ich habe euch jetzt schon mal so einen groben Einblick auf diesen Account gegeben. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, ist, dass ich mir diesen Account kaufe. Das werde ich jetzt auch machen, auch wenn es komplett dumm ist und die Gefahr besteht, dass ich einfach um 500 Euro gescampt werde. Aber ich würde sagen, ich gehe für euch das Risiko einfach mal ein. Deshalb, Leute, würde ich sagen, lasst jetzt bitte auf Ehre noch mein Like da, dafür, dass ich mir diesen Account jetzt kaufe. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns auch wieder, wenn ich dann eventuell die Account-Daten bekommen habe. Aber erstmal muss ich mich einloggen auf eBay. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Leute.
So, Leute, für euch war das jetzt ein einfacher Cut. Für mich waren das jetzt ganze, ja, fast 5 Stunden, denn mittlerweile haben wir es einfach gleich 0 Uhr, Leute. Und ich habe echt erst gedacht, dass ich gescampt wurde. Denn, Leute, ich habe mir diesen Account tatsächlich gekauft. Nur für euch, für dieses Video. Nicht wundern, dass ihr jetzt im Hintergrund gerade noch nichts seht, weil ihr seht gerade noch den Standard-Screen, weil ich mich jetzt ganz kurz noch einmal, ja, auf das Google-Konto einloggen muss, denn es ist tatsächlich ein Google-Account, also schon mal nicht auf dem PC, was schon mal nicht ganz so geil ist, muss ich sagen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass ich gerade die E-Mail von dem Verkäufer bekommen habe und mich jetzt gerade schon mal versuche einzuloggen. Das ist auf jeden Fall schon mal Step 1. Das ist schon mal ganz gut, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, Leute. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, dass ich mir die E-Mail-Daten einmal weiterleite und mich jetzt einmal hier kurz auf dem PC einlogge. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Account-Daten hoffentlich funktionieren und ich mich auch einloggen kann, Leute. Ja, bis gleich. So, Ladies and Gentlemen, ich kann es nicht glauben, aber die Login-Daten haben funktioniert. Ich bin eingeloggt. Ich habe StumbleGuys auch jetzt gestartet. Ich glaube, es updatet jetzt gerade noch, weil es dort irgendwie ein bisschen länger gerade. Aber okay, ich habe 483 Euro waren das jetzt, glaube ich, für diesen Account ausgegeben. Deshalb bitte drückt mir die Daumen, dass dieser Darkrap-Account legit ist und wir wirklich ein paar krasse Sachen drauf haben. Bitte, es wäre so unnormal geil, Leute. So, und ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam in-game sein, die nächsten paar Sekunden, ne? Komm schon, 3, 2, 1 und... Hä? Passiert jetzt irgendwas? Ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt. Oh mein Gott, let's go. Wir sind in-game, Leute. Ihr seht es. Digga, ich bin so gehypt. Es ist so lange her, dass ich auf so einen Account überhaupt gejoint bin und jetzt die Ehre habe, eine neue Account-Vorstellung zu machen. Und diesmal sogar einen Account, der angeblich aus dem Dark Web ist, Leute. Was ich als allererstes sagen muss, wir haben schon mal einen Skin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben auch einige Stumble-Tokens und Gems tatsächlich. Die wurden ja komischerweise sogar in dem Vorschau-Bit zensiert auf eBay. Keine Ahnung warum, hätten sich ein paar mehr sein können, dafür, dass ich dafür knapp 500 Euro ausgegeben habe. Aber okay, angeblich sollen ja hier ein paar besondere Skins drauf sein. Was ich aber auch bemängeln muss, wie ich sehe, Bruder, warte mal. Warum haben wir keine einzige Krone? Das ist halt kein gutes Zeichen. Der Account hat nicht mal einen einzigen Win geholt. Okay, das gibt mir gerade ein bisschen zu denken tatsächlich. Das ist nicht so geil. Wir heißen auch, by the way, Anonym by Dark. Also der Verkäufer war ja anonym und jetzt heißt er Anonym by Dark. By Dark Web vielleicht. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwas zu sagen hat, was ausschlaggebend ist. Aber okay, Leute, ich denke, ich habe jetzt auch schon wieder viel zu viel um den heißen Brei gelabert. Ihr alle wollt jetzt bestimmt wissen, was auf diesem Account drauf ist. Und ich sage euch, ich will es auch wissen. Deshalb würde ich sagen, schnallt euch an, nehmt euch Popcorn, holt euch was zu trinken, lasst nochmal ein Like da. Denn ich werde jetzt in den Spind reingehen und wir werden uns angucken, welche Skins enthalten sind. Und das Ganze machen wir in 3, 2, 1 und let's go! Was? Warte mal, stopp, warte mal, warte mal. Hä? Bin ich dumm oder was ist? Bro, was? Was ist das für ein Skin? Bin ich dumm oder ist das einfach ein Skin aus Brawl Stars, Leute? Das ist doch der Cold-Skin aus Brawl Stars, Bro. Hä? Bruder, ich bin aber gerade schon mal unnormal glücklich drüber, dass wir hier Skins drauf haben. Ich dachte schon, wir wurden gescannt. Aber das scheint wirklich ein Darkrap-Account zu sein. Hier sind einfach komplett abnormal krasse Skins drauf. Habe ich noch nie gesehen. Einfach Cold-Skin aus Brawl Stars, Bro. Was? Und was ist das? Das ist einfach B. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Brawl Stars kennt oder ob ihr vielleicht sogar Brawl Stars spielt. Aber an alle, die Brawl Stars spielen, die sollten eigentlich direkt erkennen, dass das hier einfach Brawl Stars Skins sind, die hier drauf sind. Und ich sehe auch direkt schon den dritten Hacker Skin. Und zwar schaut euch das mal an. Fireman Smokey.
Leute, ich weiß nicht, wie das Skin richtig heißt, aber das ist doch ein Skin aus der SpongeBob-Serie, oder nicht? Ich denke, jeder von euch kennt SpongeBob. Das ist doch diese Freundin von SpongeBob, oder bin ich dumm? Hä? Leute, jetzt mal ganz ehrlich, no joke kurz. Was ist das für ein Skin? Also Leute, jetzt ganz kurz meine Meinung, Bruder. Dieser Account hat mich 500 Euro gekostet, aber bisher... Den Skin hat halt niemand. Das ist halt literally wirklich ein Dark Web Account. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber wir gehen den Account auf jeden Fall jetzt Stück für Stück durch. Wir müssen uns hier wirklich jeden einzelnen Skin anschauen. Also ihr seht, wir haben auch ein paar normale Skins drauf, ne? Aber ihr seht, bisher haben wir 1, 2 und 3 Hacker-Skins oder Dark Web-Skins oder wie auch immer man sie nennen mag. Aber 3 exklusive Skins, das heißt... warte mal, hä? Da ist direkt der nächste Skin. Yeah, genau, einfach mal der Tentakel Thaddäus, Bro. Leute, ich bin in Stumblegeist und habe einen Thaddäus-Skin aus SpongeBob. Leute, das wird mir doch keiner glauben, dass ich hier so einen Dark Web-Account habe mit solchen Skins. Hä? Bro, warte mal, was ist das? Woher habe ich diesen Skin? Abgesehen von den ganzen Hacker-Skins, ist euch mal aufgefallen, dass wir, glaube ich, alle Skins haben. Wir haben auch außerhalb der Hacker-Skins hier richtig viele Skins schon mal aufgefallen. Und hier war auch direkt der nächste Hacker-Skin. Einfach nochmal die originale Bee, Leute. Guckt mal, einfach Bee-Skin aus Brawl Stars. Also ich weiß nicht, ob man mir das gerade ansieht, aber ich komme gerade... überhaupt gar nicht auf mein Leben klar. Wir haben hier einfach gerade Brawl Stars Skins in Stumblegeist. Und dann hab nur ich, weil das ist ein Dark Web Account. Was geht ab? Wir müssen auf jeden Fall am Ende auch noch testen, ob wir mit den Skins in eine Runde reinscheuen können und diese Skins auch wirklich spielen können. Wenn das geht, wäre das halt komplett über... Yeah, genau, wir haben... Bro, was? Was? Wir haben Shelly? Ey, jetzt ganz kurz, bin ich dumm, Leute? Oder warum habe ich hier einfach gerade Shelly? Warum habe ich hier gerade einfach original Shelly? Und der Skin sieht sogar... Und das sieht sogar krass aus. Wir haben einfach den Shelly-Skin, Leute. In Stumblegeist. Was geht hier ab? Ich drücke jetzt nur mal kurz auf Verwenden und gehe mal in die Lobby. Und ja, ja, ihr seht, der Skin wird sogar geladen in der Lobby. Es scheint sogar zu funktionieren, Leute. Digga, das könnt ihr euch doch nicht ausdenken. Was geht hier ab, Leute? Hä? Shelly-Skin und... Ja! Der Skin war doch sogar in der eBay-Anzeige drin. Das ist einfach SpongeBob. Einfach SpongeBob, Leute. Es ist kein Fake. Er ist drauf. Ich wurde nicht gescampt. Gott sei Dank, Alter. Wenn ihr euch das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, dass wir einfach SpongeBob haben in Stumblegeist. Kein anderer sonst hat diesen Skin, Leute. Ich bin einfach jetzt exklusiv mit diesem Skin unterwegs und ich scroll mal weiter durch und wir kriegen direkt... Wie viele Hacker-Skins sind hier drauf? Guck mal, als nächstes haben wir einfach Ehrenbruder Patrick. Patrick, moin Meister, was geht? Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Der guckt auf jeden Fall ein bisschen verschlafen, der Typ, aber... Digga, Leute, wir haben einfach Patrick. Patrick Star aus SpongeBob. Hier die Crew mit SpongeBob und Patrick. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das feiert, Leute. Ich finde das so, so unnormal heftig. Ich meine, wir hatten schon viele krasse Accounts. Wir hatten krass seltene Skins, aber es sind halt komplett abnormal krasse gehackte Skins. Die sind einfach ins Game reingehackt worden. Die gibt's ja eigentlich so nicht, ne, Leute? Das müsst ihr euch vorstellen. Digga, wir scrollen weiter und wir haben hier direkt den nächsten Skin. Einfach Mr. Krabs! Ich kann nicht mehr. Mr. Krabs! Bruder, wie geht's dir? Junge, Ehrenbruder Mr. Krabs, was machst du denn hier? Junge, gib mal lieber die geheime Krabbenformel her, Junge. Ich will jetzt Burger braten. Oh mein Gott, wie geil. Leute, ich komme mal weiter durch, ob wir vielleicht noch ein paar Skins haben. Digga, aber Bruder, es ist kein Fake. Ihr seht, wir haben hier unnormal viele Skins. Hier ist direkt der nächste. Einfach der Nita-Skin. Einfach der Nita-Skin aus Brawl Stars wieder, Leute. Ich weiß gerade, no joke, nicht, was ich dazu sagen soll. Wir müssen uns genau mal in der Lobby anschauen. Es funktioniert einfach. Wir haben den Skin einfach richtig in der Lobby. Einfach einen gehackten Stumblegeist-Skin, den kein anderer hat. Ich glaube, das war's aber jetzt auch mit den Skins. Oder kommt hier jetzt noch was? Ich glaube, wir haben sonst wirklich jeden anderen Skin hier unlocked, Leute. Also ihr seht, ja, ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Wir haben sonst halt alle anderen Skins freigeschalten. Der Account ist maxed.
Wir sehen, wir haben auch einfach alle Special Emotes hier, ne? Digga, was? Animation, Fußabdrücke ist alles gemaxt, Leute. Das heißt, es ist ein komplett gemaxter Account plus noch gehackte Skins. Ich würde sagen, Leute, bevor das Video endet, müssen wir nochmal in die Hot Wheels-Karte reingehen. Da haben wir ja auch so ein neues Auto gesehen. Das heißt, wir werden jetzt in eine Runde reinschauen, testen, ob man diese Skins auch wirklich benutzen kann. Und wir werden testen, ob wir auch gehackte Autos haben. Dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in eine Runde Hot Wheels Hustle. Let's go! So, Map-Auswahl lädt. Ich bin richtig gespannt, ob der Skin in-game geladen wird. Wir sind auf jeden Fall schon mal auf der Hot Wheels-Karte, Leute. Und wird der Skin geladen? Ja! Es funktioniert! Der Skin ist wirklich in-game! Hier, guckt euch es an! Wir haben tatsächlich den Danita-Skin in-game, Leute. Wir können die gehackten Skins einfach wirklich benutzen. Hier, guckt es euch an. Es funktioniert. Wir haben einfach in StumbleGuys gerade den offiziellen Brawl Stars Danita-Skin, Leute. Also das heißt, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Leute. Jetzt müssen wir aber auch ebenfalls noch testen, ob wir auch, ja, ich sag mal so Hacker-Autos haben. Und, hä? Was ist das für ein Auto? Warte mal. Das ist aus Cars, dieser Huck oder Hack oder wie heißt der nochmal? Das ist einfach auch ein gehacktes Auto hier, Leute. Hä? Guckt euch das mal an. Hier. Wir haben einfach ein gehacktes Auto auch. Wir haben diesen Abschlepper aus Cars, Leute. Guckt euch das an. Es funktioniert. Wir haben auch noch gehackte StumbleGuys-Autos. Digga, ich fass es nicht. Es funktioniert einfach alles, Leute. Ich muss auch mal ein bisschen abbremsen. Ich will noch wissen. Guck mal, da sind auch noch so andere Autos. Hier, guckt euch das an. Hier, blaue Autos. Hier ist noch ein grünes Auto. Hä? Es gibt wirklich auch noch gehackte Autos. Es hat alles funktioniert. Hier, seht ihr das? Blaues Auto. Rotes Auto. Der cruist einfach mit Lightning McQueen rum, Leute. Was? Ich komme darauf gerade gar nicht klar. Vor allem, dass das auch funktioniert. Dass mein Danita-Skin auch in-game funktioniert. Also, Leute, an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Account-Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und Like da. Dafür, dass der Account mich einfach knapp 500 Euro gekostet hat. Ich sehe doch einmal oben rechts jetzt nochmal meinen Danita-Skin rumspringen. Also, ihr seht, es funktioniert wirklich. Alles, Leute. Es ist geisteskrank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu kommentieren, ob ihr diesen Account nice fandet. Und wenn ja, von 1 bis 10, wie krass fandet ihr ihn? Ich würde sagen, Leute, ich werde auch jetzt hier mit meinem Danita-Skin ins Ziel laufen und mir hier direkt einen Sieg holen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns auch morgen zu einem neuen Video. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.